Hallo und herzlich willkommen hier bei LS 2013. Ja, ich zeige euch heute etwas über die Sonnenberg V1.5 Map. So, man startet hier in gemütlichen Grünen, ein paar Blümchen und so weiter. Blickrichtung auf dieses grüne Gebäude. Ja, hier werden wir wohl wohnen, schätze ich mal. Schaut euch die Map ein bisschen an. Schaut uns ein bisschen um. Da hat wohl schon einer Rasen gemäht oder was auch immer. Hier haben wir einen kleinen, ja, kleine Bank und so. Schön mit Holz umkleidet. Dann gucken wir mal hier rein. Das ist wahrscheinlich irgendeine Halle, wo man Geräte unterstellen kann. Scheint mir so, ja. Hier auch. Er hat ja einen Boden. Also das ist sozusagen unser Hof. Wir werden gleich mal die Karte da einschalten. Schaut ja gut aus mal. Schauen wir mal die große an. Also hier kleine Informationen, bla bla bla. Ja. Die Gartenansicht. Wir befinden uns ja jetzt hier unten beim Haupthof da irgendwo. Ziemlich große Felder. Erntereif, Kraut entfernt. Haben wir schon ein paar. Hier haben wir Erntereif, die was noch kein Kraut entfernt haben. Verrotten ist ausgeschaltet, also ist es egal. Kann alles schon erntereif sein. Also der Punkt gehört gestrichen. Was haben wir angesetzt? Hier ist ein bisschen Kartoffeln, hier haben wir Weizen, Kartoffeln. Was ist das Dunkle hier? Raps? Raps? Ja? Nee, nein, gar nichts, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich, gar nichts. Hier haben wir Körnermais. So. Da oben sehen wir schon, da haben wir Kartoffelverkauf, Wolleverkauf, Schlachterei. Also man hat auch Schafe, Schweine, Kühe. Was haben wir noch? Pferde, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob Schweine dabei waren oder nur Pferde. Keine Ahnung. Also hier schöne Wege. Man, ja, was haben wir noch alles? Eben verrotten ist ausgeschalten. BGA ist gefixt, hat er geschrieben. Startfahrzeuge haben wir. BGA haben wir. Schön alles beschildert. Also jeder Weg ist sozusagen beschildert. Hier sieht man zum Hof. Vorgeben 50, was haben wir hier? Maschinenhandel, Landhandel, Big, ja. Zum Hof, hier rein. Okay. Gut. Hier alles schön mit den Bäumen um den Felder herum. Wir switchen mal durch und schauen mal, was wir so an Fahrzeugen haben. Hier befinden wir uns am Hof. Fahren wir gleich mal mit denen ein bisschen in den Kreis hier. Hier hinten ist die grüne Halle, die wir gesehen haben. Hier ein kleiner Anhänger, Saatgut, Tankstelle. Also schon ziemlich. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass alle Bäume gleich aussehen, aber sonst geht's ja. Also alle diese Birken oder was das sein soll, Birke, ja. Hier die Kuhweide, schätze ich mal, oder nee, sind da Schafe. Schafe, Kuh, Schaf. Mal gucken. Gute Frage. Das ist Schafe, weil hier ist dieser eine Mod eingebaut mit den Förderbändern. Okay, also doch Schafe. Da werden die Wollepaletten automatisch weiter transportiert. Auch ein genialer Mod. Haben wir auch schon mal angeschaut. Also man braucht sich keine Sorgen machen, dass man jede Wollpalette einzeln wegfahren muss. Die werden hier in der Halle dann gelagert sozusagen. Dann gucken wir mal, wo sind dann die Kühe? Die sind hoffentlich da oben. Aha, da unten ist zum Beispiel das Lager. Hier sind noch andere Geräte. Mähdrescher, schöne Holzhalle haben wir hier. Schaut gut aus. Wohin geht's da unten? Ich hoffe, hier geht's Silo. Misthaufen, also werden hier auch irgendwo die Kühe sein. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Silo auf alle Fälle ist hier. Ja, dann gucken wir mal weiter. Etwas verwinkelt hier die Map. Hier ist Gülle. Sie haben sie mir selbst noch nicht vorher angeschaut. Ah, hier sind die Kühe. Jetzt haben wir sie gefunden. Hier dampft noch die Kacke. Ist die Kacke am Dampfen. Hier kann man Milch abholen und hier kann man das Gras reinladen. Beziehungsweise Mischfutter. Jetzt haben wir es. Hier ist ja die Silos dazu. Wasser. Also mir gefällt die Map eigentlich, weil sie ziemlich verwinkelt ist, aber dennoch eigentlich schwer zu befahren alles.
ziemlich viel auf einen Haufen. Schauen wir mal, was wir noch an Geräten haben. Da befinden sich alle hier rund beim Hof. Ich dachte, vielleicht haben wir weiter weg noch ein Gerät. Dann müssen wir mal eine schnelle Runde fahren. Hopp. Am besten irgendwo da geradeaus. Da scheint mir so, dass wir auf die Straße kommen. Hängen wir das. Falsche Taste. Ich wollte Q drücken. So, abhängen, damit wir mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Dann fahren wir am besten, wohin fahren wir denn? Landhandel, da in diesem Bereich darauf. Also Feld 36 dahin irgendwo. So, schauen wir links, rechts, damit kein Verkehr kommt. Und dann fahren wir schon. Hier sieht man auch wieder schön alles beschildert. Ne? Schöne Kreuzung hier eigentlich, auch mal was ganz was Neues. Hier ist gesperrt, darf man nicht reinfahren. Naja, dann fahren wir halt nicht da rein. Was haben wir da? Wir fahren links. Und dann halten wir uns hier ein bisschen rechts so um die Kurve rum. Oh, das war zu schnell um die Kurve. Bei den Feldern sieht man auch schon überall schön Gras, ein paar Hügel hin. Berge im Hintergrund. Gefällt mir auch sehr gut. Kreuzungen sind auch irgendwie witzig, alle so im gleichen Stil, so ja, nicht alles so ein bisschen versetzt, auch mal was Neues. Jetzt kommen wir wahrscheinlich ins Dorf, wie gesagt, hier alles schön beschrieben, habe ich nicht lesen können. Wir haben sogar schon einen Gehsteig an der Straße, Kartoffeln, Zuckerrüben, keine Ahnung. Ah, diese Wing, da kann man hüpfen, Geschwindigkeitsbremsen da. Gut, dann gucken wir mal. Ich möchte da zur Schlachterei hin, also fahren wir links. Die Häuser passen auch. Die Map hat so gut wie keine Kollisionen. Also nur an gewissen Stellen, zum Beispiel hier bei diesen Gehsteig, Zebrastreifen. Aber sonst bei den ganzen Zäunen und so sollte sie keine Kollision haben. Ich glaube, die Bäume haben auch keine Kollision, oder? Ach Menno, fahr runter. Kann man nicht mal über den Hügel runterfahren, hier. Nein, haben sie nicht. Die Straßenstempel haben auch keine Kollision, also sehr helferfreundlich. So, bin ich jetzt falsch abgebogen oder richtig? Da rein muss ich. Das scheint der Schlachter zu sein, oder? Nee. Sind wir jetzt? Schlachter doch. Okay, weil hier Weizen liegt. Hier werden dann die Pferde oder was auch immer hin transportiert. Ja, was haben wir oben rum verkauft? Kartoffelverkauf. Also in groben muss ich sagen, die Map gefällt mir sehr gut. Was wir uns jetzt noch ein bisschen anschauen werden, sind hier oben der Berg mal. Kleinen Aussichtsposten suchen. So. Wir werden uns ein bisschen anschauen, was wir so an Geräten kaufen können. Ob es da jetzt noch welche zusätzlich gibt oder nicht. Nein, sie haben keine zusätzlichen Geräte eingebaut, also sprich, man muss die ganzen Geräte als Mod holen. So viel ich schätze, oder? Weil... Sonst müsste hier als Mod drin sein. Nee. Also zum Beispiel den Anhänger für den Schlachter, für Transportieren der Pferde, muss man natürlich dann selbst organisieren. Finde ich schade, ich dachte, die sind eingebaut. Aber anscheinend doch nicht. Dann, was haben wir noch? Wir schauen nochmal großer Sicht. Da. Da unten sind eben die ganzen Geräte. Man hat wirklich schon fast alles, was man am Standard braucht. Pferdehof, da hätten wir auch noch hinfahren können. Habe ich jetzt aber keine Lust mehr, sonst wird das Video zu lang. Wir schauen nochmal die Lok an. Und zwar hier ist sie. Die sagt keine einzigen Fehler, also komplett fehlerfrei. Beziehungsweise hier hat er einen Triggerfehler, aber das ist gar nichts, nicht schlimm. Und sonst haben wir keinen Fehler hier. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Map. Ja, fahrt brav und wir sehen uns dann in der nächsten Map-Vorstellung. Bis dahin, ciao und schaut auf meinen Kanal, dort findet ihr mehr. Bis dann.